Mecklenburg-Vorpommern ist weiterhin ein sicheres Bundesland. Das schloss Innenminister Thorsten Renz abschließend aus der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2020. Die Zahl der Straftaten sind insgesamt erneut gesunken auf rund 106.000 Fälle. Laut Renz hatte die Corona-Pandemie das Ergebnis wesentlich beeinflusst. Die Aufklärungsrate ist die höchste seit 1992, die wir in Mecklenburg-Vorpommern registriert haben. Ich will sagen, seit Jahren gehen die Diebstahlsdelikte zurück, insbesondere auch im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl haben wir eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen. Nicht nur, dass die Anzahl zurückgeht, sondern auch in diesem Bereich die Aufklärungsrate steigt. Ich glaube, die letzten beiden Punkte sind besonders wesentlich. Um fast 30% sind Straftaten gegen das Leben, unter anderem Mord und Totschlag, im Vergleich zu 2019 gesunken. 49 Fälle wurden registriert. Wir haben ein Corona-Jahr hinter uns und das muss man eindeutig feststellen, dass das hier zumindest auf die Fallzahlen sich auswirkt. Wir haben eine Strukturveränderung innerhalb der Kriminalität, also nicht nur im Sinne der absoluten Fallzahlen, sondern innerhalb auch eine Verschiebung in der Qualität und in der Art und Weise der Delikte innerhalb dieser Fallzahlen. Besonders herausfordernd sind Liebmann zufolge Straftaten, die mit dem Tatmittel Internet vollzogen werden. Diese nahmen laut Kriminalstatistik deutlich zu. Außerdem stiegen die Fallzahlen in Verbindung mit häuslicher Gewalt und Drogendelikten. Laut Thorsten Renz erfordern die neuen Entwicklungen eine Anpassung der Ausbildung und eine mögliche frühzeitige Spezialisierung in einigen Bereichen der Polizeiarbeit.